Was ich immer mache, ist versuche also sozusagen immer die Läsion von unterschiedlichen Seiten anzugucken. Also das, manchmal gibt es das Phänomen, dass ein Approximalkontaktpunkt da reinstrahlt. Und wenn man das dann so ein bisschen hin und her schiebt, dann sehen Sie schon, verschwindet das. Ja? So, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Und von der Seite. Und ist das vom Speichel, diese Bläschen? Das sind Speichelbläschen, genau. Jetzt gucken wir hier mal. Das quasi könnte, die Ansicht wirklich von der Seite? Nee, das kann ich mal machen. Aber sehen Sie, dass das nicht so unglaublich viel bringt. Ja? Ja. Nee, nicht so viel. Jetzt gucken wir nochmal unten. Jetzt gucken wir da nochmal kurz. Da. Da war also auf alle Fälle. Da haben wir jetzt schon hier. Eins. Sechs. Da, an dem Sechser auch. Ja, genau. Da, genau, da haben wir auch ein bisschen was drunter. Ne? Ja, da ist es. Sehen Sie da? Die. Und Da bin ich mir im Moment etwas unsicher, ob da was ist, weil das sah eben, deshalb bin ich auch immer, ich sage immer, wenn man was sieht, dann soll man mal gucken, dass man die kleinstmögliche Ausdehnung findet, ja? Weil es ab und zu sein kann, dass da sozusagen was raus durchscheint. Und jetzt sieht es, Severin, was sagst du, jetzt sieht es eigentlich gut aus, ne? Ja, also auf jeden Fall. Okay. Wir könnten auf der IDS bei mir mal als Karies machen. Ja, aber das ist schon, oder? Ja. Das ist auch wieder eine Sekundärkaris wahrscheinlich. Ja? Da ist irgendwas drunter. Oder Distal. Aber, oder Distal könnte auch was richtig Großes sein. Das kann ich. Da ist eine. Das ist jetzt auch relativ groß. Oder könntest du das auch wieder so auflösen können? Ja. Das nicht, ich kann es nicht auflösen. Ich gucke jetzt, ich versuche irgendwie. Also so wie auf die Gegenseite. So, sozusagen kleiner zu machen und es bleibt immer gleich. Ja? Ja, immer gleich. Und sehen Sie hier, distal an dem Fünfer, wie dunkel das da aussieht. Das geht richtig rein. Und das müsste doch schon Schmerzen bereiten, oder? Och, solche. So eine Weil es schaut jetzt die dauert ja ein bisschen, bis sie dann sozusagen durchschlägt.